Hey, ja, hier ist der Snuppen, hier ist der Diebster und willkommen zu einem neuen Projekt. Und zwar spiele mit euch natürlich ein Spiel auf Deutsch. Ich selbst spiele es auch in 60 Hertz. Wie es euch ergeht, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall spiele ich mit euch ein Spiel, das gepublished wurde von Spike in Japan. In Europa von 505 Game Street und entwickelt wurde das ganze Spiel von Acquire. Ein Spiel, das Dolby Polarsync 2 als Soundausgabe benutzt und zwar ein Spiel für die PlayStation 2 aus dem Jahr 2005 mit Namen Samurai Western, wie ihr hier schon sehen könnt, auch im Videotitel. Samurai Western ist ein Action-Adventure oder Hack and Slash, der eine USK-Freigabe hat ab 16 Jahren. Falls ihr also keine 16 Jahre alt seid, müsst ihr an dieser Stelle abschalten und was anderes gucken. Idealerweise bei mir auf meinem Kanal. Alle anderen dürfen weiter gucken. Und es ist eigentlich so gesehen interessant, dass dieses Spiel eine USK-Freigabe hat, weil das Spiel in Deutschland nämlich nicht erschienen ist. Aus irgendwelchen Gründen hat man das Spiel zwar der USK vorgelegt, dafür auch Geld bezahlt, aber es ist nicht veröffentlicht, trotz Freigabe. Keine Ahnung, es ist nur im europäischen Ausland veröffentlicht worden. In England weiß ich, in Frankreich und in Spanien. Italien weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat das Spiel trotzdem eine deutsche Spracheinstellung, wie ihr ja hier sehen könnt. Es ist alles auf Deutsch, mit deutschen Texten in dem Fall. Und ja, ein Spiel, was ich, abgesehen von den grundlegenden Informationen, blind spielen werde. Deswegen habe ich hier noch keinen Speicherstand hier, den ich jetzt mit euch zusammen erstellen werde. Ja, ich spiele dieses Spiel hier ausnahmsweise mal wieder auf meiner originalen Konsole, PlayStation 2, weil per Emulator lief es nicht ganz so rund. Ja, es war zwar grundsätzlich spielbar, aber in einzelnen Sequenzen hat es dann noch ziemlich geruckelt. Deswegen habe ich mich doch dagegen entschieden und nehme doch die Konsole, die Konsolenversion, also original auf der Konsole gespielt, aber mit einem Breitbild-Patch. Das heißt, ihr habt es auch gerade 16:9 Auflösung, obwohl das Spiel nur 4:3 hat ursprünglich. Aber der Breitbild-Patch ermöglicht entsprechend weitere Sichtfeld und Breitbild. Kann allerdings dafür sorgen, dass es in einzelnen Sequenzen auch trotzdem hier ruckeln wird, aber allgemein nicht so schlimm wie am Emulator bei mir mit meinem PC. Deswegen, ja, das sind Informationen. Und bevor ich weiter erzähle, sage ich lieber viel Spaß mit dem Intro.
Ja, das war das Intro zu Samurai Western. Ich muss zugeben, ein ziemlich geil, irgendwie ein cooles Intro. Ja, ich finde das irgendwie cool gemacht, muss ich zugeben. Und sagt im Grunde auch schon alles, was es durch das Spiel zu wissen gibt, ja? Man spielt ja ein Samurai und ist im Wilden Westen und kämpft gegen Cowboys und kann Kugeln abblocken. Das beschreibt dieses Spiel unglaublich gut, ja, dieses Intro. Samurai Western ist tatsächlich auch ein Ableger zur Way of the Samurai Serie, wo ich die ersten beiden Teile auf meinem Kanal schon als Let's Play gemacht habe, die ja in den Jahren 2002 und 2003 erschienen sind. Dieser Teil erschien 2 Jahre später erst und wie gesagt ist ein Action-Ableger komplett, das heißt, es geht nur um Kämpfe. Man hat keine Stadt, die man frei besucht, die man frei erkundet. Man hat keine Entscheidung, die man hier trifft. Man hat ein Jahresspiel, wo man einzelne Levels hat und entsprechende Story durchspielt. Deswegen wird dieses Spiel natürlich auch nicht so lange dauern wie Samurai als das Play. Im vom Titel ist das nicht so ersichtlich, aber in Japan ist das ersichtlich vom Titel, weil dort hat das Spiel Samurai Action. Also da gibt es wirklich nur den Action-Zusatz, was das als Ableger identifiziert. Einmal gehen wir natürlich in die Einstellungen und gucken, was wir einstellen können. Kamera ist mir in der Regel egal. Ich kann das hier auch halt auch vertauscht arbeiten. Vibration nehmen wir an, Untertitel glaube ich auch an. Filter ist ein Filmfilter für die Zwischensequenzen allerdings nur, wo dann ein bisschen so, ja, so ein Filmrollenfilter, ja, so von wegen 17. Jahr, 18. 19. Jahrhundert, so eine Filmrolle mit Bildfehlern drin und so weiter als Filter. Gilt eigentlich nur für die Zwischensequenzen allerdings und nicht für eine normale Grafik. Deswegen, ja, nehme ich den raus. Zeig dir vielleicht später irgendwie mal im Rahmen einer Zusatzfolge vielleicht mal, aber ich denke nicht. Ist nicht so wichtig. Blut, ja, gibt's auch in der deutschen Fassung. Ist auch ziemlich blutig, die Spiel überraschenderweise für USK 16. Aber, passt auch zu Werks Samurai 2, das war auch ziemlich blutig. Übertrieben natürlich, aber war auch blutig. Auch ab 16. Ich werde mal die Soundeffekte herschalten, weil man dann die Stimmen wahrscheinlich auch mit, die Stimmen damit gelten. Und ich würde sagen, ja, wir machen das. Ja, natürlich werden wir nochmal abspeichern. Zum Ablauf dieses Let's Plays, weil ich jetzt halt mich informiert habe über das Spiel, werde ich entsprechend pro Aufnahmesession ein Level spielen. Ich werde aber zwischen den Aufnahmesessions diese Level nochmal spielen, mehrmals. Weil das Spiel tatsächlich darauf ausgelegt ist, dass man die Levels wiederholt, um sich entsprechend immer stärker zu machen. Um damit entsprechend dann spätere Levels besser schaffen zu können. Das werde ich euch sparen, da im Gegensatz zu West Samurai gibt es ja hier immer nur dieselben Levels, immer wieder von neuem. Deswegen spare ich euch das und werde das privat, also außerhalb der Aufnahmen dann so weit vorausspielen, dass ich wieder ein paar Levels gut gemacht habe und dann beim nächsten Mal erzähle ich dann darüber, was wir freigeschaltet haben und so weiter. Aber Rekorde gibt es mir noch gar nicht. Weil, wie gesagt, das ist dann so, wäre das, habe ich das geplant. Es bringt ja nichts, jetzt hier ist Level 3, 4, 5 mal hintereinander zu zeigen als das Play. Das ist auch langweilig für euch. Und auch zu kommentieren auch in der Regel, weil nichts Neues passiert. Deswegen mache ich, die kriegt nur die Story, nur die Stories mit, die Story-Level, also die erste Versuch jeweils eines Levels mache ich. Mit Aufnahme der anderen beiden, die anderen danach. Wiederholungen, ja, werde ich dann entsprechend, ja, ohne Aufnahme spielen. So, Charakternamen, Charaktere, es gibt 47 Charaktere freizuschalten. Das ist auch wieder das Besondere an diesem Spiel hier, ein bisschen, das ist das Samurai-mäßige, man kann ja viel freischalten, deswegen ist auch ein hohes Level, ein Level-System mit vielen Sachen zum Freischalten und mit vielen Leveln. Deswegen werde ich da entsprechend und mich ein bisschen aufstufen und so weiter. Ein junger Krieger, der sehr stolz darauf ist, ein Samurai zu sein. Er ist auf der Suche nach seinem älteren Bruder, der vor dem Leben als Samurai flieht. Deswegen sind wir hier mit einem Gojiro, so heißen wir. Der Name ist auch fest. Es gibt 47 Charaktere freizuschalten, da haben wir also ordentlich was zu tun. Werden wir wahrscheinlich aber nicht machen. Ich werde hier, weil wer Samurai alles freischalten kann und immer anders spielen kann, geht das hier nicht, deswegen mache ich das nicht, ne? Kleidung gibt es auch 70 Kleidungsstücke frei und freischalten. Wir haben eine Waffe, 22 Stück gibt es insgesamt. Das Thora Karton.
ist Gojiros Lieblingsschwert. Es ist keine außergewöhnliche Waffe, dennoch befindet es sich in ausgezeichnetem Zustand. Okay, und Titel gibt's Schüler. Ja gut, die werde ich vielleicht auch immer nachreichen, vielleicht, ja, die ganzen Titel. Wir fangen an mit Schüler. Gut, ich würde sagen, wir fangen endlich an. Hab genug erzählt zum ganzen Vorspiel, also wird Zeit loszulegen mit dem Hauptspielmodus. Einzige, den wir noch haben können, einzige, den wir haben momentan. Es gibt noch, man kann aber freischalten am Ende des Spiels. Und da gibt es auch noch einen Multiplayer-Modus auch noch. Man kann also zu zweit das ganze Spiel auch nochmal spielen, wenn man will. Aber wir können einmal nur den Hauptspielmodus alleine spielen. Also machen wir das. Ich würde sagen, los geht's. They say that the way of the warrior is to seek death. But a man can seek death anywhere. Even in a far off land. So it was that I set out on a great journey, prepared to give my life to do my duty. Aha, let's do the doors. Okay. This feller. Hey, I don't think he's from around here. Hey, you are playing less? I bet I can make you talk. Who are you? Eat less! Na, was für eine Begrüßung, hä? What? You think you can beat us with that overgrown knife? Let's get him, boys! Was für eine Begrüßung ist das hier? Besiegen Sie die Revolverhelden, ein Fremder in der Stadthäuser-Level. Angriff, Mehrfachangriff. Drücken Sie Quadrat, um anzugreifen. Mehrfaches Drücken bewirkt Folgeangriffe. Ablenken. Drücken Sie R1 oder Kreis, um eine Kugel abzulenken. Mehrfaches Drücken kann einen ganzen Kugelhagel ablenken. Machen wir mal. Aha. Erfahrung. Für das Besiegen von Gegnern erhalten Sie Erfahrungspunkte. Benutze diese, um Gojiros Schlagkraft zu erhöhen. Interessant ist an dem Tutorial ist, man kriegt keine Informationen über die Steuerung, ja, wie man sich bewegt. Wird einem nicht gesagt. Setzen Sie ausgefeilte Techniken wie Sprungangriffe oder Kombos ein, um mehr Erfahrungspunkte zu erhalten. Was haben wir jetzt darauf gesammelt? Achso, ich glaube, das gilt für die Waffe kann man glaube ich auch aufstufen während der Levels mit diesen Münzen. So geht das, glaube ich. Ausweichen. Drücken Sie R1 oder Kreis, um während Sie sich bewegen, um auszuweichen. Dadurch können Sie sich schneller bewegen. Wenn Sie Angriffen nicht durch Rennen entgehen können, kommen Sie durch Ausweichen näher an Ihre Feinde heran. Okay. Oh cool, die zweite Münze. Springen, Sprungangriff. Drücken Sie X, um zu springen. Drücken Sie Quadrat, während Sie in der Luft sind, um anzugreifen. In der Luft sind Sie zwar verwundbar, Sprungangriffe können jedoch sehr mächtig sein. Das war's. Hat gut funktioniert, würde ich sagen. Rückwärtssprung. Wenn Ihr Sprungangriff trifft, durchbrechen Sie die Deckung des Gegners. Angriffe auf zurückspringende Gegner richten besonders viel Schaden an. Zeigen Sie es ihnen. Das war jetzt eigentlich voll Art Finishing Move, ne? Eigentlich, aber. Was übel. Ah. Okay. Beide erwischt. Aha. Oh, hier. Aufgeladener Angriff. Halten Sie Quadrat eine bestimmte Zeit gedrückt, um beim Loslassen einen mächtigen Schlag einzusetzen. Sie können den Angriff auch auslösen, indem Sie gleichzeitig Quadrat und X drücken. Funktioniert nicht. Jetzt hat es wohl funktioniert. Meisteranzeige. Wenn Sie Schaden anrichten, füllt sich Ihre Meisteranzeige auf. Braucht das auch?
Je gewagter sie angreifen, desto stärker kann sich die Anzeige auffüllen. Wenn die Anzeige voll ist, sind sie der ultimative Meister. Ah, wir haben jetzt ordentlich zugeschlagen. Aufnehmen 1. Drücken Sie Dreieck, um eine Kiste, einen Tisch oder einen anderen Gegenstand aufzunehmen. Während Sie ihn halten, sind Sie gegen Angriffe von vorne geschützt. Waffen. Drücken Sie den linken Analogstick plus Dreieck, um den Gegenstand zu werfen, den Sie gerade halten. Zu Boden gehen. Wenn Sie von starken Angriffen wie Explosionen oder beim Springen getroffen werden, gehen Sie zu Boden. Am Boden liegend sind Sie verwundbar. Seien Sie ganz vorsichtig. Und das? Okay. Gegenangriff. Treffen Sie das Messer oder die Kugel eines Gegners mit Ihrem Schwert, so fliegt das Geschoss zum Gegner zurück. Damit sind Sie sogar noch stärker als mit Feuerwaffen. Aha. Okay. Das war nix. Hat auch funktioniert, glaube ich. Das war gar nicht so schlecht. Okay, weiter geht's. Okay. Cool, da haben wir schon 6 davon. Aufnehmen 2. Drücken Sie Dreieck, um einen liegenden Gegner nach abgewehrten Sprungangriff und so weiter aufzunehmen. Wenn nichts besseres greifbar ist, schützen Sie sich mit dem Körper eines Gegners. Oh, kann ich ihn da nehmen? Da. Aha. Ich hab getroffen. Ah, Lebensenergie. Ich verstehe. Okay. Oh, hier müssen wir hier durch hier. Okay. Zu Boden gehen. Wenn Sie innerhalb kurzer Zeit von zu vielen Angriffen getroffen werden, gehen Sie zu Boden. Am Boden liegend sind Sie verwundbar. Passen Sie also auf gegnerische Angriffe auf. Okay. Oh, haben wir so 9. Wie viel gibt's denn davon? 10, okay. So. Hören wir zu dem hier hoch. Ultimative Meister 1. Ist die Meisteranzeige ganz voll, drücken Sie L1, um den Modus Ultimative Meister auszulösen. Okay, mach ich dann mal, ne? Ultimativer Meister 2. Im Modus Ultimativer Meister können Sie Todesschläge austeilen, ohne selbst verletzt zu werden. Wenn Sie ständig weitere Gegner besiegen, bleibt die Meisteranzeige voll und der Status des Ultimativen Meisters dauert länger an. Bossgegner können nicht mit einem einzelnen Todesschlag besiegt werden. Benutzen Sie den Super-Kombo-Angriff. Okay. Boah. Mal eben alle weggeräumt auf einmal. Krass, das Zeug. Die zerzeilt man ja richtig. Aha, wir haben also ein Gesucht-Poster gefunden. Okay. Aha. Oh, neuer Rekord aufgestellt. Das ist gar nicht mal schlecht. Das ist schön. Ja, haben wir ja
Ja, die zerteilt diesen Modus und dann die bluten wie die Schweine, ey, die Gegner. Ja, das ist wieder übertrieben, aber deswegen sage ich, das ist nie blutig, aber im übertriebenen Sinne. Man kann jetzt kein, ist ja kein Splatter-Spiel in dem Sinne. Aber wenn man die wirklich zerteilt in diesem Meistermodus, aber naja. Ja, auf jeden Fall haben wir einen neuen Rekord aufgestellt. Das ist cool. Das freut mich. Ja, jetzt fängt schon noch gut an. Wie gesagt, die Rekorde, die werde ich wahrscheinlich eher außer in diesen Level-Folgen, also Level-Sachen, die ich da mache, wahrscheinlich eher brechen. Denke mal nicht, dass ich die hier. Man, wir werden vielleicht manchmal Rekorde aufstellen, aber ich glaube, die werden nicht lange Bestand haben. Also, aber das ist ja eh egal. Darum geht es ja nicht. Es geht darum, das Spiel durchzuspielen. Und wie gesagt, die Story kriegt ihr alle mit. Und freigeschaltet, was freigeschaltet wird, kriegt ihr auch mit. Oh, die gibt auch noch kein Sturzbonus. Das ist ja cool. Ja, machen wir das auch noch. Haben wir schon mal ordentlich Punkte gesammelt. So muss das ja auch sein, würde ich mal sagen, ne? So, erzählt. Hm. 148.000 haben wir ungefähr schon gesammelt. Na, das ist mal ein guter Auftakt. Ja, ich weiß nicht, ob das wirklich gut ist oder schlecht. Aber immerhin fast der Rekord verdreifacht. Also so schlecht kann auch nicht gewesen sein, glaube ich, ne? Würde ich mal sagen. Aber was hat das nun zu sagen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also. Ich kann nichts zu sagen, keine Ahnung. Nee, wirklich nicht. So. Okay, was gibt es hier für uns? Gibt's noch was? Gibt's noch einen Boni? Nee, gibt es nicht. Okay, dann gibt's keine weiteren Boni. Wenn das so ist, dann ist das halt so. Okay, wir haben Stufe 2 erreicht. Ich werde wahrscheinlich jetzt ein paar weitere Stufen machen. Ich denke mal, so 5 pro Level kommen, glaube ich, gut, so ganz gut hin mit dem Spiel. Wenn ich 5 Stufen pro Level ungefähr schaffe, also ist das, dauert auch nicht so lange jeweils. Aber denke ich doch, hoffe ich zumindest mal. Na gut. Wir haben ein neues Kleidungsstück, Cowboy-Hut, das reiche ich natürlich auch nach beim nächsten Mal. Und haben wir noch nichts weiteres freigeschaltet, gut. Okay, dann haben wir das erste Level schon abgeschlossen. Ich hoffe, ihr hattet schon ordentlich Spaß daran und einen guten Einblick in dieses Spiel, und so läuft das ab. Ja, ihr wisst ja schon Bescheid. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Denkt an den Kommentar und an die Bewertungen. Und damit danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal.